Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem nächsten Food Haul und heute zum ersten Mal mit der Handykamerahalterung. Das heißt, das Video wird hoffentlich nicht mehr so verwackelt sein wie sonst. So, heute war ich im Rewe und im Aldi einkaufen. So, im Rewe habe ich einmal gekauft das vegane Hackfleisch von Green Force. Das habe ich letztens schon gehabt, das war wirklich super lecker. Hat auch wirklich gut geklappt mit dem Anbraten. Das kostet 2,99 und mit der Scondo-App bekommt ihr aktuell 50% zurück. Das heißt, das hat mich aktuell 1,50 € gekostet, würde ich sagen. Oder 1,49. Ja. Genau, 1,49 werde ich auf jeden Fall zurückbekommen. Also 1,50 kostet mich das. Dann war im Angebot Suppengemüse mit 99 Cent. Habe ich extra eins genommen, wo wenig Möhren drin sind und viel vom Sellerie. Und beim Sellerie habe ich darauf geachtet, dass wirklich wenig Schale dran ist. Ist so suboptimal. Aber ich werde das klein schneiden und dann einfrieren, dass wir immer Suppengemüse da haben. So, dann ist noch ein Cashback-Produkt dabei und zwar die Genießerscheiben von Hope. Da sind 150 Gramm drin. Die sind wie auch der Eigenmarkenkäse vom Rewe auf Kokosölbasis. Und mit der Skondo-App gibt es aktuell 1 € Rabatt. Das kostet normalerweise 2,49 €. Also mit dem 1 € Cashback sind es 1,49 €. Und damit ist das der gleiche Preis wie der vegane Käse vom Rewe. So, dann geht's weiter für meinen Vorrat. Die Bio-Pommes, die schmecken uns am besten. Die kosten 2,29 €. Dann war vom Gartengummi im Angebot. Da habe ich jetzt mal diese Knusperfilets mitgenommen. Mal gucken, wie die sind. Bin ich gespannt. Davon habe ich zwei mitgenommen. Eins und zwei, jeweils 2,49 €. Dann für den Aufschnitt, beziehungsweise für Brote, beziehungsweise für Soßen, die ich mache, Exquisa, der sahnige Kräuter. Genau, ich nehme nie den Light-Käse, weil der enthält Zucker. Und glaubt mir, Vollfett-Milchprodukte machen schneller satt, sind gesünder als Light-Käse. Käseprodukte. Deswegen, wenn ich noch aktuell noch Käse kaufe, dann auf jeden Fall immer den Vollfett. So, und dann etwas für meinen faulen Tag heute. Von Froster Hähnchenpaella. Da habe ich dann drei Stück mitgenommen für 2,49 €. So, eins, zwei. Veganes hatten sie leider nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt im Rewe haben oder es ausverkauft war. Auf jeden Fall gab es das nicht. Und für meinen Mann auch nochmal Penne Gorgonzola. Normalerweise hätte ich zweimal Gorgonzola genommen und für mich zweimal Hähnchen. Aber vom Gorgonzola gab es nur noch eine Packung. Deswegen kriegt mein Mann jetzt einmal Gorgonzola und dann für uns beide die Hähnchenpaella. Auch für 2,49 €. So für zwischendurch. Dann noch die Mini-Frikadellen vom Rügenwalder. Die kosten aktuell 2,99 €. Die mag mein Mann lieber als die von Green Force. Deswegen habe ich die dann mitgenommen. So. Gut. Und das war's auch schon im Rewe. Insgesamt hat mich der Einkauf von den ganzen Sachen 27,69 € gekostet, ist natürlich sehr teuer. Hätte ich selbst gekocht, wären wir sehr viel günstiger bei weggekommen. Aber naja, ausnahmsweise habe ich mal das mitgenommen, wenn es mal im Angebot ist. Und Froster essen wir tatsächlich sehr gerne. Und im Moment bin ich echt mies drauf. Ich habe so überhaupt keine Lust zu kochen. Gestern haben wir sogar Essen bestellt für 30 €. Das muss wirklich nicht sein.
Naja, okay. Mit dem 10-fach-Coupon habe ich insgesamt 130 Payback-Punkte bekommen. Das heißt, 1,30 € kann man nochmal abziehen. Dann kann man hier nochmal 1 € abziehen und 1,49 dafür, also nochmal 2,49 € kann man den Preis reduzieren. Dann wären wir bei 25 € und die 1,30 € Rabatt nochmal, wenn ich Payback runterrechne, dann wären wir bei 24,30 €, genau. Ungefähr 40. 38. Nein, egal. Gut. Immer noch recht teuer, aber naja, was soll's. Gut. Und dann war ich auch noch mal vorher im Aldi. Ups, da sieht man meine Bettwäsche, die hier rumhängt. Da habe ich veganen Fleischsalat mitgenommen, war reduziert auf 1 €. Und noch einmal Weingummis für 2,19 €. Das heißt, im Aldi habe ich dann auch noch einmal 2,19 € bezahlt. Ich hatte gehofft, dass da noch mehr Sachen im Angebot sind oder reduziert, aber da war gar nichts. Den Fleischsalat werde ich Sonntag beim Frühstücken essen mit dem Brötchen. Morgen fahre ich zum Kaufland. Da gibt es einige Sachen im Angebot. Unsere Brötchen zum Beispiel sind im XL-Pack da reduziert. Ja, und ich muss auch noch zum DM noch ein paar Sachen einkaufen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon einmal für diejenigen, die morgen nicht arbeiten müssen. Ansonsten hören wir uns morgen bei meinem nächsten Video wieder, wenn ich euch die Sachen aus dem Kaufland präsentiere. Gut, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet. Drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Liked das Video oder lasst gerne einen netten Kommentar da. Ich freue mich über jedes Feedback und wir hören uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!